Die Grauen Wölfe bezeichnen sich in der Türkei auch als Idealisten auf Türkisch Ülkücü. Viele ihrer Mitglieder organisieren sich in Idealistenvereinen, wo sie einen Eid ablegen, den Schwur der Idealisten. Er verbindet patriotische mit religiösen Elementen und ist eine Art Fahneneid und Treueschwur, den sie vor der türkischen Nationalflagge leisten. Bei Allah, dem Koran, dem Vaterland, der Fahne wird geschworen. Meine Märtyrer, meine Frontkämpfer sollen sicher sein. Wir, die idealistische türkische Jugend, werden unseren Kampf gegen Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus und jegliche Art von Imperialismus fortführen. Unser Kampf geht bis zum letzten Mann, bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Tropfen Blut. Unser Kampf geht weiter, bis die nationalistische Türkei, bis das Reich Turan erreicht ist. Wir, die idealistische türkische Jugend, werden niemals aufgeben, nicht wanken, sondern wir werden siegen, unsere Ziele erreichen und Erfolg haben. Möge Allah die Türken schützen und sie erhöhen. In den 60er Jahren konzentrierte sich die Bewegung unter der Führung von Alparslan Türkes darauf, die Jugend für die sogenannte panturanistische Ideologie zu gewinnen. Es wurden die ersten Kommandolager gegründet, in denen etwa 100.000 Jugendliche eine militärische und politische Ausbildung erhielten. Diese Kommandos erhielten den Namen Bozkurtkula, Graue Wölfe. Alparslan Türkes gab folgende Leitlinien vor: Der Islam ist unsere Seele, das Türkentum unser Körper. Ein Körper ohne Seele ist eine Leiche. Befehle erfordern unbedingten Gehorsam. Mit respektlosen, weichen, undisziplinierten und unstrukturierten Personen kommt unsere Sache nicht voran. Die angesehenste Familie der Menschheit ist die türkische Nation. Ein Mensch ohne Ideal ist ein Wesen, das sich nicht von Schlamm unterscheidet. Als Feindbild sehen die Grauen Wölfe in erster Linie die Kurden, deren Wunsch nach einer eigenen autonomen Region eine Gefahr für die homogene Einheit des sunnitisch-islamisch-türkischen Staates sei. Weitere Feindbilder sind Juden, Christen, Aleviten, Armenier, Griechen, Kommunisten, Israel, Zionisten, die EU, der Vatikan und die Vereinigten Staaten. Ab 1968 begannen die Grauen Wölfe mit Gewaltaktionen gegen die erstarkende türkische Linke. Die Kommandos hatten Ende der 70er Jahre die meisten politischen Morde zu verantworten. Nach Angaben der türkischen Behörden begingen die Grauen Wölfe alleine zwischen 1974 und 1980 insgesamt 694 Morde. Vor allem auf Journalisten, Anwälte, Gewerkschafter und linke Aktivisten verübten sie Bomben- und Schießattentate. Auch die Pogrome von Karaman Maras 1978 und Korum 1980, bei denen hunderte türkische Aleviten ums Leben kamen, wurden von den Grauen Wölfen durchgeführt. Am 3. Mai 1984 folgte ein Bombenanschlag im von vielen Armeniern bewohnten Pariser Vorort Alvordville. Anlass war das Mahnmal, das dort kurz zuvor für die Opfer des Völkermords an den christlichen Armeniern errichtet worden war. Die Terroroperation soll vom türkischen Nationalen Nachrichtendienst MIT finanziert worden sein. Mehmet Ali Akça, der das Attentat 1981 auf Papst Johannes Paul II. Beging, wird ebenfalls den Grauen Wölfen zugerechnet. Akça ermordete auch Abdi İpekçi, den Chefredakteur der Zeitung Milliyet, der sich für Frieden mit Griechenland einsetzte. Ein weiteres Graue Wölfe-Mitglied soll 1984 ein Attentat auf den Frauenladen TIO in Berlin-Kreuzberg ausgeführt haben, bei dem die türkisch-kurdische Jurastudentin Seran Ateş lebensgefährlich verletzt wurde. Die chinesische Regierung verbindet die Grauen Wölfe und die türkische Regierung mit den Rebellengruppen und terroristischen Vereinigungen der Uiguren in Xinjiang, die ein islamisches Ostturkestan errichten wollen, und wirft ihnen Geschichtsfälschung, Propaganda und Lügen vor. Am 17. August 2015 erfolgte in Bangkok ein Bombenanschlag auf den Erawan-Schrein, der dem hinduistischen Gott Brahma geweiht ist. 20 Menschen wurden getötet, mindestens 125 verletzt. Als Attentäter sind zwei uigurische Moslems angeklagt, die auch Verbindung zu den Grauen Wölfen haben sollen. Das Gerichtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
In Frankreich fallen die Grauen Wölfe besonders durch ihre aggressive Haltung und Angriffe gegen Franzosen armenischer Herkunft auf. In Frankreich leben rund 500.000 Armenier, die Nachfahren der geflüchteten Überlebenden des türkischen Völkermords von 1915 und 1916 sind. Am 24. Juli kam es in der als Kleinarmenien bekannten Ortschaft Desin bei Lyon zu regelrechten Hetzjagden von türkischen Nationalisten auf Armenier. Eine angemeldete Demonstration der armenischen Verbände wurde von hunderten türkischen Extremisten angegriffen. Die Männer gingen mit Eisenstangen und Messern auf die friedlichen Demonstranten los und hetzten verängstigte Frauen und Männer durch die Straßen. Sie riefen: "Wo seid ihr Armenier? Wir werden die Armenier töten." Mittendrin der Franco-Türke Ahmet Çetin. In einer Videobotschaft verkündete er: "Gebt mir 2000 Euro und eine Waffe und ich mache, was getan werden muss, wo auch immer in Frankreich." 2017 war dieser Ahmet Çetin bei den französischen Parlamentswahlen für die Partei Gleichheit und Gerechtigkeit angetreten, die als verlängerter Arm der AKP von Erdogan gilt. Bei einer Kundgebung in Straßburg im Oktober 2015 hatte Erdogan die in Frankreich lebenden 650.000 Türken aufgefordert, ihren Einfluss geltend zu machen. Sie sollten die französische Staatsbürgerschaft annehmen und, wenn möglich, in die Politik gehen. Erdogan fragte: "Warum haben wir keinen einzigen Landsmann, der in der Nationalversammlung oder im Senat sitzt?" Daraufhin kam es zur Gründung dieser Partei Gleichheit und Gerechtigkeit, die das französische Verfassungsprinzip der Trennung von Religion und Staat ablehnt. Am 28. Oktober griffen mit Messern und Hämmern bewaffnete Graue Wölfe eine Autobahnblockade von Armeniern auf der A7 nach Valence an. Die Demonstranten wollten gegen den von der Türkei unterstützten Angriffskrieg der aserbaidschanischen Armee auf die überwiegend von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach protestieren. Am 29. Oktober zog eine Horde von mehr als 80 extremistischen Türken unter Allahu Akbar-Rufen durch die Innenstadt Dijons. Die Männer schwenkten türkische Fahnen und eine Flagge des Osmanischen Reiches. Dabei skandierten sie Todesdrohungen gegen alle Armenier. Polizisten wurden von den gewaltbereiten Türken mit Feuerwerkskörpern und anderen Wurfgeschossen beworfen. Am 31. Oktober wurde in Lyon eine Gedenkstätte für die Opfer des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich geschändet. Die Initialen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, RTE, wurden auf das Mahnmal geschmiert, dazu in französischer Sprache Grauer Wolf, Loup Gris. Am 1. November wurden die Wände des armenischen Generalkonsulats in Messieurs bei Lyon komplett zugeschmiert. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wurde hierbei beleidigt, der türkische Präsident Erdogan hochgelobt. Am 4. November wurden die Grauen Wölfe durch Beschluss der französischen Staatsführung verboten. In Österreich sind seit dem 1. März 2019 sowohl die Zeichen der Grauen Wölfe als auch der Wolfsgruß verboten. In Deutschland werden die Grauen Wölfe von der Bundeszentrale für politische Bildung als die größte rechtsextremistische Organisation hierzulande bezeichnet. Mehr dazu im nächsten Teil.